Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Früchte schmecken mir mit Wodka am besten. Wir machen heute einen Himbeerleim. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Leim ist ja im Prinzip alles, was Früchte, Wodka, geschreddert, klein gemacht, trinkbar. Heute machen wir das mit Himbeeren. Wir haben mal einen Erdbeerleim gemacht hier in der Wunderkesselküche. Der kam bombastisch an. Vor allen Dingen bei uns hier, weil wir ihn direkt getrunken haben nach der Produktion. Deswegen machen wir heute was mit Himbeeren. Ihr könnt da natürlich auch andere gefrorene Früchte nehmen, aber wir probieren das jetzt für euch extra mit Himbeeren. Selbstlos, wie wir sind. Ja? Nur um zu gucken, ob das auch wirklich gut schmeckt. Nicht etwa, weil wir das jetzt gerne trinken würden. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Wir beginnen mit 130 Gramm Zucker, die wir in den Kessel geben und 10 Sekunden auf Stufe 10 pulverisieren. Jetzt ist es so, dass wenn man Puderzucker herstellt, dann wisst ihr alle, das staubt ohne Ende und man hat alles Mögliche oben am Deckel kleben. Als ich beim letzten Video Puderzucker gemacht habe, stand in den Kommentaren wunderbarerweise, probiert das doch mal mit einem Küchentuch, dass ihr das so zwischen den Deckel und den Kessel legt. Und genau das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe das so verstanden, dass man das einfach hier reinlegen muss, Deckel draufsetzt und ich hoffe, dass der jetzt auch noch schließt. 10 Sekunden, wie gesagt, auf Stufe 10 sollte der Zucker pulverisiert werden. Und denkt auch dran, wenn ihr das zu Hause macht, der Kessel sollte wirklich trocken sein. In der Theorie sieht es jetzt so aus. Abklopfen. Deckel sauber, das ist schon mal sehr gut. Klar, es dampft immer noch ein bisschen, aber in der Tat funktioniert. Super Tipp, vielen Dank dafür. 650 Gramm Himbeeren, die sind tiefgefroren, kommen jetzt zum Zucker hier in unseren Kessel. 40 Gramm Limettensaft, da habe ich den aus der Flasche genommen. Klar, könnt ihr natürlich auch frischen nehmen. 150 Milliliter Wasser und der wichtigste Zutat, Wodka. Davon 300 Gramm oder Milliliter. Und das Ganze wird jetzt wieder püriert auf Stufe 10. Dieses Mal allerdings eine Minute. Das wird jetzt laut. Bleibt tapfer. Unser Leim ist fertig und ich will das jetzt nur noch mal zeigen, wie selbstlos ich bin. Es ist nämlich 11:31 Uhr morgens. Selbstlos wie ich bin, werde ich jetzt für euch, obwohl es noch so früh am Morgen ist, testen, ob das wirklich gut ist. Normalerweise würde ich um die Uhrzeit ja noch nichts trinken, aber für euch mache ich das. 11:32 Uhr Himbeerleim. Ja, manchmal ist es nicht einfach hier in der Wunderkesselküche, aber es ist perfekt. Die Farbe, die Konsistenz, das ist schon fast, also man könnte auch Tequila reinmachen, dann wäre es eine Margarita. Aber wie gesagt, aus beruflichen Gründen, cheers. Mein fachlicher Kommentar zu diesem wunderschönen Getränk, es ist perfekt. Passt zu jeder Uhrzeit und auch auf jede Cocktailparty. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like nach oben da, Daumen und so weiter. Abonniert den ganzen Kram hier und dann machen wir noch ganz viel. Ich trinke noch einen. Tschüss.